Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für einen mega, mega Süßigkeiten-Haul und heute ist es ein ganz, ganz besonderer Milka-Haul, denn ich habe mega viele Milka-Schnäppchen entdeckt und heute eingekauft. Es ist insgesamt ein Haul für 11 Euro, ja, 11 Euro Süßigkeiten und auch noch mit ganz besonderen Smarties. Das müsst ihr euch anschauen, das ist echt geil. Ich bin ganz, ganz stolz. Ich muss mich zusammenreißen, weil ich hätte noch viel, 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 viel mehr einkaufen können. Es geht los mit Nussini. Milka Nussini. Kennt ihr die? Ich liebe Nussini total. Mit Alpenmilch, Milka-Schokolade. Schmeckt das mit den Nüssen noch um einiges geiler. Deswegen Nussini, genial. Habe ich, glaube ich, für 1,50 bekommen. Ja, 1,50. Ich liebe Nussini. Nussini ist einfach mega genial. Und was liebe ich noch von Milka? Ich liebe Milka Tender. Meine Lieblingssorte ist übrigens die Milka Tender Vollmilch, aber schwarz oder Kirsch wollte ich auch mal immer ausprobieren. Die landen also auch gleich irgendwann oder morgen in meinem Magen. Ganz, ganz toll. Als nächstes von Milka, das ist definitiv mein Lieblings-Milka-Snack. Heißt das eigentlich noch Lila Pause oder wie heißt das mittlerweile? Wie heißt denn das eigentlich? Milka Riegel Oreo. Also Lila Pause heißt es glaube ich nicht, aber sie ist daraus entstanden, glaube ich. Und Milka Oreo Lila Pause schmeckt einfach geil. Also das sind echt meine Liebsten von Milka. Was sind eure Liebsten eigentlich von diesen Riegeln? Schreibt mir das mal in den Kommentaren, würde mich interessieren. Es ist noch nicht vorbei mit Milka. Oder etwa doch. Oder etwa doch. Ich habe nur 3 Milka-Produkte gekauft. Ich bin gerade selbst ein bisschen entsetzt. Ich hätte noch mehr kaufen sollen. Aber ich habe so gemerkt, an den ganzen Preisen bei mir so ein bisschen der Kaufrausch eingesetzt. Deswegen habe ich gestoppt. Trotzdem ist es für mich mega Milka-Haul, weil es einfach mega, weil Milka immer mega ist und es alles schmeckt. Weiter geht's mit der Konkurrenz. Alpia Flakes Crisps Mais. Wie mögen die wohl schmecken, oder? Die sehen so ein bisschen aus wie so aufgepeppte Schokokrossis, genau. Deswegen, so sehen die so ein bisschen aus. Ich bin mal sehr gespannt, wie diese Alpia-Flakes schmecken. Also mich haben die echt gereizt. Guckt euch die mal an. Lecker. Lecker, 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 lecker. Dann, das ist definitiv für mich, ist es schon ein Klassiker, die Dinger. Ups, richtig rumhalten, Daniel. King Choc. Habt ihr die schon mal gegessen? King Choc mit der doppelten Schokolade. Mehr als geil, ich verspreche es euch. Und da es die im Angebot gab, ich weiß nicht, wie teuer jetzt die 3 waren, ich glaube 2 Euro oder so, oder noch billiger, habe ich gleich mal 3 gekauft und die sind super geil. Wirklich, King Choc, das ist der Beweis, ich liebe King Choc. Ein bester Snack, vor allem, der ist nicht so, wenn man Bock auf Schokolade hat und nicht gleich sofort einen riesigen Riegel sich reinziehen will, dann hiervon 2 Dinge, die kann man außerdem schön lutschen und dann hat man so einen langsamen Schokoladengenuss in einer idealen Kalorien Version? Nein, aber es ist halt von den Kalorien her, es ist halt optimal, weil man nicht ne, ein so ein Stäbchen hat. Bla bla bla. Wie viel hat denn so ein Stäbchen? 6 Stück haben auf jeden Fall 128 Kalorien. Also ich kann 6 Stück davon essen und habe dann ungefähr so einen halben Schokoriegel. Das ist schon cool. Also man kann da viel Schokogenuss mit wenig Kalorien. Das ist für mich dieses Mikado-Prinzip. Richtig geil. Und hier, habt ihr die schon mal gesehen? Pinke Smarties. Ich glaube, Daniela Katzenberger würde sich mega freuen über die Dinger. Deswegen habe ich auch gleich mal 2 eingekauft. Falls ich irgendwann mal in meinem Leben die Katzenberger treffen sollte, dann bekommt die von mir so eine pinke Smarties-Stange geschenkt. Die sind wirklich Hammer, oder? Oh Gott, pinke Smarties. Wie toll ist das denn? Richtig süß. Nein, pink ist nicht meine Lieblingsfarbe, aber ich finde dieses Prinzessin-Ding echt ganz süß. Und für eine gute Freundin ist es einfach auch ein geiles Geschenk, finde ich. Also, Jungs, eure Freundin wird euch danken, indem man, glaube ich, pinke Smarties mitbringt, weil die pink mögen. Ich finde einfach die Idee dahinter wirklich geil. Ich würde mir jetzt mein Zimmer nicht pink streichen, aber die pinken Smarties sind geil. So, außerdem will ich Daniela Katzenberger treffen und dann wäre das ein tolles Geschenk. So, und als nächstes, auch noch ein Klassiker, des kalorienreichen Genusses, KitKat Chunky Peanut Butter habe ich, glaube ich, gekauft, oder? Ja, oh mein Gott. Dieses KitKat ist echt die größte Sünde ever, aber auch die geilste Sünde. Ihr habt Erdnussbutter, ihr habt die Schokolade und die Waffelriegel, es ist einfach geil. Ja, das waren jetzt für 11 Euro Süßigkeiten, die ich mir gegönnt habe, die ich nicht alle alleine essen werde, sondern die werde ich hier an die Kollegen im Büro verteilen. Wenn ihr jetzt gerade was gesehen habt, was ihr gerne mal im Test sehen wollt, sagt bitte direkt Bescheid, schreibt unter dem Video, hey, ich würde gerne, kannst du noch das Produkt bitte kurz testen? Dann mache ich dazu direkt ein Video und verschenke die Süßigkeiten nicht. Das wäre noch ganz, ganz wichtig. Und Daumen nach oben nicht vergessen, weiter teilen und abonnieren den Kanal. Ich freue mich auf euch immer wieder. Bis dann. Tschüss.